Hallo und willkommen auf meinem Kanal Dildesign. Wie im letzten Video angekündigt, werden wir uns heute mal mit Smart-Objekten beschäftigen. Was sind Smart-Objekte und wie kann man mit Smart-Objekten arbeiten? Was kann man alles damit machen? Darum geht's heute in diesem Video. Los geht's nach dem Intro. Was sind Smart-Objekte? Smart-Objekte sind im Endeffekt eigentlich Bild- oder Vektorgrafiken, die man jetzt in ein Projekt hineinladen kann und in diesem Projekt bleibt das ursprüngliche Bild, also die Quelldatei, bleibt als Bild erhalten. Das heißt, ich kann mit diesem Smart-Objekt anstellen, was ich will. Das Original wird im Endeffekt nicht zerstört. Wenn ich ein Bild rastern würde, dann würde das Originalbild nicht mehr erhalten sein. Also das Originalbild bleibt immerhin noch auf eurer Festplatte, ja, aber hier in dem Projekt wird es nicht mehr als Originalbild verwendet, sondern wird nur noch als gerastertes Bild dargestellt. Um das euch mal zu zeigen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich müsste mir mal ein Bild holen. Ich habe hier in Photopea ein Projekt geöffnet. Das ist 1280x27, also ein normales HD-Format. Und ich lade jetzt mal ein Bild hier hinein. Wenn ich es natürlich finde, da ist es. War ich spazieren und habe es unterwegs mit meinem Handy gemacht und Handys haben ja teilweise heute mega riesengroße Formate. Das Bild ist eigentlich 4000 mal 2000 Pixel groß, also viel, viel größer als diese Datei, die ich hier mit Photopea erstellt habe. Hier seht ihr auf der rechten unteren Seite in diesem kleinen Vorschaubild dieses Viereck hier drin und das bedeutet Smart Objekt. Und hier kann ich jetzt als Smart Objekt mit diesem Bild weiterarbeiten. Das heißt, ich könnte jetzt hier einen Filter drauflegen, ich könnte es verkleinern. Ich verkleinere erstmal. Mach's mal klein. Und jetzt stelle ich mir noch weitere Bilder und mache die auch so klein. Aber das Originalbild in 2000 x 4000 Pixel ist trotzdem erhalten geblieben. Das habe ich nicht geändert. Wenn ich es jetzt rastern würde, dann würde das nur hier auf diese Größe unreduziert werden. Also das würde dann, sage ich mal, 800 mal 50 Pixel bloß noch groß sein. Und wenn ich das dann vergrößern würde, dann würde es komplett pixelig werden. Wenn ich das als Smart-Objekt vergrößere, dann wird es nicht pixelig. Dann bleibt die Qualität des Bildes erhalten. So viel mal zu einem Smart-Objekt, was das bedeutet und wie das funktioniert. Ich habe euch ein paar Sachen vorbereitet, um euch zu zeigen, wie ein Smart-Objekt mal funktioniert. Ich bin mit meinem Projekt fertig und da drin ist ein Smart-Objekt. In diesem Smart-Objekt können wieder ein Smart-Objekt drin sein. Auf diesem Smart-Objekt können mehrere Filter angewendet sein. Es können zum Beispiel in diesem Smart-Objekt weitere Smart-Objekte drin sein. Auf jedes Smart-Objekt dann wieder irgendwie ein Filter drauf. Es können Smart-Objekte aus mehreren Bildern bestehen und es können Smart-Objekte aus Bildern und Texten bestehen. Auch einen Text kann ich in ein Smart-Objekt umwandeln. Wie das funktioniert, zeige ich euch. So viel mal zu dem Aufbau, wie das aussehen könnte. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass alles, was ich hier aufgelistet habe, in einem Smart-Objekt vereint sein kann. Also man kann mehrere ich kann ein Smart-Objekt wieder in ein Smart-Objekt konvertieren und wieder in ein Smart-Objekt. Also das kann ich bis ins Unendliche treiben. Man muss sich das vorstellen, Smart-Objekte sind wie Ordner. Ich mache einen Ordner auf und in diesen Ordner sind wieder andere Sachen drin. Wieder drei, vier Ordner,
die ich wieder öffnen kann. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Ich habe hier zum Beispiel mal mir ein Bild genommen und hier seht ihr, das ist ein Smart Object. Wenn ich jetzt hier vorne mit der linken Maustaste einen Doppelklick auf dieses kleine Vorschaufenster mache, dann seht ihr, dann geht hier die Filter auf. Und ich habe hier zwei Filter draufgelegt. Einen neuen Doppelklick. Dann geht hier oben. Einmal habe ich hier, also wenn ich hier jetzt hier einen Doppelklick drauf gemacht habe, dann geht hier automatisch ein neuer Reiter oben auf, wo die ganzen Filter aufgelistet sind. Ich habe hier nochmal einen Doppelklick drauf gemacht, dann ist hier nochmal ein Reiter aufgegangen, wo dieses Bild drin ist. Und schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Funktioniert immer noch nicht. Deswegen nehme ich mir mal ein Bild von mir irgendwie hier raus. Mal gucken, wir nehmen mal einfach hier die junge Dame. Wir nehmen mal die junge Dame. Ich werde die mal größentechnisch anpassen, so dass sie das Bild ausfüllt. Und ihr seht, ich habe es jetzt reingeladen und es wird automatisch ein Smart Object. Dieses Bild brauche ich jetzt aber als Smart Object nicht. Das kann ich normal rastern, schalte dieses untere Bild aus, das Originalbild, schalte ich einmal aus und ich möchte jetzt dieses haben. Jetzt klicke ich einmal STRG und S für Speichern. Dann steht oben, Smart Object wurde abgedatet. Dann gehe ich hier in dieses vorhergehende Reiter rein, wo die ganzen Filter drin sind. Und kann mir die Filter wieder einschalten. Werde wieder STRG und S für Speichern. Und gehe hier vorne nochmal hinein. Da ist das im Endeffekt wieder mit den ganzen Filtern aufgelistet. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Smart Object gehabt. In diesem Smart Object ist ein weiteres Smart Object gewesen, ein Bild. Auf dieses Smart Object hatte ich Filter draufgelegt. Dieses Smart Object hatte ich nochmal geöffnet, habe das Bild im Endeffekt ausgetauscht. Die Filter bleiben weiterhin bestehen und werde das speichern. Dadurch ist dann dieses neue Bild als Smart Object entstanden. Die beiden hier hinten, die kann ich jetzt mal wieder wegnehmen. Jetzt habe ich hier ein weiteres und ihr seht, hier sind mehrere Bilder und zwei davon habe ich mit Filtern belegt und das Ganze habe ich als Smart Object abgespeichert. Einen Doppelklick drauf, und seht gleich hier oben gehen gleich wieder Reiter auf, einen Doppelklick drauf, hier ist der Reiter aufgegangen und ihr seht, die ganzen Bilder, ja, ich kann die jetzt theoretisch einzeln ausblenden, wenn ich das möchte. Und hier sind jeweils Filter draufgelegt auf zwei Bilder. Die Filter kann ich einmal ausschalten, wenn ich das nicht möchte. Halt, wieder einschalten. Jetzt kann ich theoretisch sagen, ja, das mit den Früchten gefällt mir nicht. Dann mache ich hier wieder einen Doppelklick drauf. Dann geht dieses Bild auf. Ihr seht, das ist als Original erhalten. Jetzt nehme ich mir ein neues Bild, lade das mal hier rein, passe mir das mal von der Größe her ein bisschen an. Könnte mir das jetzt rastern, wenn ich das will, muss ich aber nicht unbedingt machen. Das Originalbild schalte ich aus, STRG S für Speichern. Dann gehe ich in den vorhergehenden Reiter rein und ihr seht, hier ist dieses Bild drin. Ich schalte mal den Filter aus. Ja, da seht ihr, das Bild ist drin.
schalte den Filter wieder ein, mache einmal als STRG S für Speichern und damit ist das geändert worden. Also ihr könnt in dem Sinne dann Bilder austauschen. Ihr könnt auch Bilder wegnehmen. Ihr müsst immer nur im STRG und S, wenn ihr irgendwie etwas in dem Smart Object gemacht habt, speichern. Und dann gehe ich hier vorne in das Projekt rein und ihr seht, das hat sich geändert. Die kann ich hier hinten wieder schließen. Und jetzt gehen wir mal hier in dieses Projekt rein. Das ist im Endeffekt das letzte, ein Smart Object in einem Smart Object. Und das sind ein Bild und ein Text. Hier seht ihr dieses Smart Object. Ich mache einen Doppelklick drauf. Hier oben geht gleich etwas auf. Jawohl. Und da habe ich einmal eine Textdatei und einmal eine Bilddatei mit einem Filter. Diesen Filter kann ich ausschalten, wenn ich das möchte. Ich kann einen Doppelklick auf dieses Bild machen. Dann geht ein neuer Reiter auf. Und jetzt kann ich dieses Bild wieder austauschen. Was nehmen wir denn da mal? Ich habe jetzt so nichts groß irgendwie. Ja, nehmen wir mal das hier. Schalte das Originalbild aus. Einmal STRG und S für Speichern. Und das seht ihr. Jetzt ist dieser Text auf diesem Bild drauf. Wenn ich jetzt den Filter einschalte, dann ist dieses neue Bild mit dem Filter versehen. Genau das gleiche kann ich jetzt mit dem Text machen. Ich schalte mal hier das aus, weil das brauchen wir nicht mehr. Auf diesen Text mache ich ebenfalls einen Doppelklick und jetzt seht ihr die Originaltextdatei. Ihr müsst die Originaltextdatei dürft ihr nicht rastern, sonst funktioniert es nicht. Ja, also dürft ihr, wenn ihr einen Text geschrieben habt, geht nicht auf Rastern, sonst könnt ihr das hinterher nicht ändern. Das ist ja nun kein Baum mehr, das ist ja eine Kugel. Das heißt, ich gehe mit meinem Textwerkzeug, schalte das Textwerkzeug ein, gehe mit dem Cursor hier ran, bis mir der Cursor angezeigt wird. Ja, solange wie der Pfeil ist, funktioniert es nicht. Erst wenn der Cursor hier angezeigt wird, so, und jetzt seht ihr, das geht auch drüber hinaus. Das heißt, ihr müsst den Text anpassen. Dieser Text muss in diesem karierten Feld drin sein, sonst alles, was außerhalb des karierten Feldes gelagert ist von dem Text, wird hinterher nicht angezeigt. Das heißt, ihr werdet einmal einen Klick drauf machen, dann einmal STRG und T und dann schiebt ihr einfach den Text so weit rein, bis das passt. STRG und S für Speichern. Und da ist eine Kugel drauf. Und ich habe hier auf diesen Smart Object auch nochmal einen Effekt draufgelegt. Ja, so ist das Original. Und ich sehe gerade hier von der Kugel, das G ist unten abgeschnitten. Das ist natürlich gerade mein perfektes Beispiel. Hier ist das abgeschnitten. Das heißt, ich müsste das theoretisch nochmal ändern, STRG und T, und schiebe mir das nochmal so weit hoch, dass das passt. Oben auch nochmal ein klein wenig. Einmal auf die Ebene mit links draufklicken, dass dieser Rahmen verschwunden ist. Dann STRG und S für Speichern.
Und wenn ich dann hier vorne reingehe, da seht ihr, jetzt ist der Text komplett vorhanden. Die Effekte habe ich, nachdem ich das als Smart Object konvertiert habe, habe ich die Effekte dann draufgesetzt. Nicht vorher Effekte draufsetzen, erst nach den Smart Object konvertieren, dann die Effekte draufsetzen. Weil so bleibt das Original dann immer erhalten. Und jetzt kann ich hier im Endeffekt die Effekte aus- und einschalten, so wie ich das lustig bin. Und wenn ich das mit allem zufrieden bin, dann wieder einmal STRG und S für Speichern. Und das ist dann hier das Original, die Originalprojektdatei, die ich dann erstellt habe. Und das könnt ihr natürlich, wenn ihr jetzt Geburtstagglückwünsche macht, zum Beispiel irgendwie eine Karte oder ein Bild mit Geburtstagsgrüßen, dann könnt ihr ein Bild machen und einen Text draufschreiben. Und das speichert ihr dann euch einfach als Photoshop-Datei ab. Dann könnt ihr das jederzeit immer wieder ändern. Ihr könnt den Text dann immer wieder ändern. Ihr könnt das Bild dann ändern, den gleichen Text verwenden und so weiter und so fort. Smart Object haben riesen Vorteile gegenüber gerasterten Dateien, weil gerasterte Datei kann man im Endeffekt hinterher nicht mehr verändern. Das heißt, man kann die zwar verändern, aber die ursprüngliche Datei wird dadurch auch verändert. Und das macht natürlich keinen Sinn. Das sind Smart-Objekte. Ich habe mich, wo ich angefangen habe, mit Photoshop zu arbeiten, habe ich mich wirklich auch lange gesträubt, mit Smart-Objekten zu arbeiten. Ich empfand das auch immer alles als kompliziert. Es ist aber gar nicht kompliziert. Macht einfach mal einmal mit Smart Object etwas. Probiert es aus. Wenn es nicht funktioniert, dann könnt ihr das ja alles wieder löschen. Aber wenn ihr euch daran gewöhnt, mit Smart Objekten zu arbeiten, ihr erleichtert euch im Nachhinein eure Arbeiten, eure Projekte und so weiter. In dem Sinne wünsche ich euch schöne Feiertage und kommt gut ins neue Jahr. Winke, winke, euer Frank.